Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Incendio! 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 Gewonnen. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Akio. Incendio. Leviosa. Gut so. Akio, Incendio. Sehr schön. Akio, Incendio. Leviosa. Akio! Incendio! Ausgezeichnet! Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiter übst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben.
lieber direkt auf. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das ist. Ins Zentrum. Ins Zentrum. Pass doch auf. Rivelio.
Revelio. Akio. Levioso. Revelio. Leviosa. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schaff war verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Schaff mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Unser Hausgeist Sir Nicholas sucht dich. Du findest ihn in der Nähe der großen Halle. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Sir Nicholas. Ich weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben und den Seiten. Vielleicht kann ich helfen. Folgen Sie mir doch bitte. Es ist nicht weit. Halt. Woher wissen Sie von dem Buch? Und dass darin Seiten fehlen. Wir Geister reden eben. Sie wurden mit Mr. Sallow in der verbotenen Abteilung gesehen. Keine Sorge. Revelio. Ich behalte das für mich. Es mag weit hergeholt sein, aber ich glaube, ich weiß, wer die Seiten hat. Ich kann sie gerne zu ihm bringen, wenn sie mir auf dem Weg dorthin einen kleinen Gefallen tun würden. Ein kleiner Gefallen im Austausch für die Seiten. Ja, es geht ganz schnell. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in der Küche ein wenig fauligen Rinderbraten besorgen könnten. Wie bitte? Rinderbraten? Fauliger Rinderbraten? Korrekt, fauliger Rinderbraten. Wenn man genau richtig hindurchschwebt, kann man ihn fast schmecken. Ach, ich schätze, das kann ich tun. Aber warum ich? Ganz einfach. Meine geisterhafte Gestalt kann ihn nicht tragen. Wenn Sie nun den Rinderbraten holen könnten, werde ich alles andere zu gegebener Zeit erklären. Da sind wir. Revelio. Bitte die Birne kitzeln und eintreten. Wie bitte? Die Birne kitzeln? Ja, im Gemälde. Ich warte hier. Versuchen Sie den Hauselfen nicht in die Quere zu kommen. Ich träume bereits vom süßen Duft fauligen Rinderbratens. Küche? Was führt ihn her? Diese hat höchstwahrscheinlich Hunger. Du weißt doch, wie viel heranwachsende Menschen essen. Revelio. Das macht Mutis Arbeit leichter. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich.
Das stinkt ja fürchterlich. Ich muss in der Nähe sein. Oh, ein Schüler? Wie schön! Was darf Finky Ihnen bringen? Kürbispastete? Ein überbackenes Käsebrot? Klingt toll. Aber eigentlich brauche ich diesen fauligen Rinderbraten. Ah! Oh, Nick hat sie geschickt, oder? Greifen Sie zu. Finky vermutet, dass Nick es wohl langsam leid ist, sich an den Geschmack von Essen lediglich erinnern zu können. Hat mich gefreut. Danke für den Braten. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Und grüßen Sie Nick von Finky. Revelio. Wer hätte gedacht, dass all das unter uns... Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Wie es hier drin duftet. Revelio. Ah, Sie sind zurück. Gab es Probleme? Überhaupt keine. Finky schickt schöne Grüße und fauligen Rinderbraten. Das freut mich. Gütig, diese Finky. Bringen Sie das Rindfleisch zu Sir Patrick Delaney Portmore. Dann sind Sie diesen Seiten einen Schritt näher. Das ist alles recht kryptisch, Sir Nicholas. Was geht hier vor? Tut mir schrecklich leid. Das war etwas kopflos. Sir Patrick organisiert die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die diverse, kopflose Aktivitäten unternehmen. Kopflose Aktivitäten? Ja, Sie werden schon sehen. Nun ja, ich weiß nicht wie, aber ein Mitglied dieser Jagd, Richard Jacknor, war zu Lebzeiten im Besitz der Seiten. Mein Plan ist, Sir Patrick den verdorbenen Rinderbraten zu bringen, damit er mir, uns, erlaubt, an der Jagd teilzuhaben und mit Jacknor zu sprechen. Sollen wir? Sehr gut. Ich würde Sir Patrick gerne treffen und diese Jagd der Kopflosen sehen. Ah, wie schön. Sie werden es nicht bereuen. Bleiben Sie hinter mir. Wir wollen zu Sir Patrick. Hey, Nestor, schau, wer da ist. Was haben wir gesagt, fast kopfloser Nick? Hallo, Sir Emsat. Dürfen wir durch? Wir haben etwas mitgebracht für Sir Patrick. Der will sich bestimmt wieder einschleimen. Reden die immer so mit ihm? Ach, alles nur Spaß. Sobald Sir Patrick mich bei der Jagd der Kopflosen mitmachen lässt, bin ich dabei. Dieses Geschenk wird ihn überzeugen. Vergessen Sie nicht, warum ich hier bin. Sie werden Ihre Informationen vom jungen Jacknor bald erhalten. Wo auch immer er ist. Was ich jetzt nicht alles für einen Krug Met oder eine Lammkeule geben würde, dann wäre diese Party komplett. Wie wär's mit etwas ähnlich Gutem? Ah, Sir Nicholas, mit Begleitung. Wer ließ Sie herein? Wir haben da ein Geschenk. Das ist alles sehr verdächtig. Warum Sie wirklich hier sind, kann ich mir denken. Wegen Richard Jacknor. Wo ist er denn? Können wir ihn sprechen? Jacknor, wie? Nun, der ist hier. Oh, zu dumm. Ganz ohne Kopf. Sie wollten bestimmt schon immer wissen, wie das ist, was, Nick? Oh. Sir, Sie scherzen. Ach, er muss hier irgendwo sein. Wird wohl gerade in einem Spiel verwendet.
Wenn Sie ihn finden, haben Sie meine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen, junger Mensch. Das kann ich Ihnen nach diesem herrlich fauligen Geschenk nicht verwehren. Sir, es gibt da noch etwas, das ich sehr gern mit Ihnen besprechen würde. Aber Sir Nicholas, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Unsere Anforderungen sind recht eindeutig. Aber Sir, ich... Ah, das hier ist schließlich nicht die Jagd der Köpfe, die noch an einer Sehne hängen. Also bitte, folgen Sie mir und ich begleite Sie sehr gerne nach draußen. Nun denn, auf Wiedersehen. Vielleicht haben Sie mehr Glück mit diesem Burschen. Über das Gefühl einer Brise im Haar, soweit ich das noch weiß. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Revelio. Wer versucht sich als nächstes an unserem kleinen Kürbisversteckspiel? Hallo nochmal. Können Sie mir helfen? Ah, Sir Nicholas, junger Freund. Hat er Sie verlassen? Nicht doch. Ich muss mit Richard Jackdaw sprechen. Sir Patrick sagte, sein Kopf könnte hier irgendwo sein. Könnte sein. Es ist etwas unorthodox, Sterbliche einzubeziehen. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen... Oh, warum nicht? Sie können mit Jackdaw reden, wenn Sie seinen Kopf unter diesen Kürbissen finden. Nicht nur einmal, sondern fünfmal. Der gute alte Dumfrey wird den Kopf jedes Mal versetzen, wenn Sie ihn finden. So sind die Regeln. Was sagen Sie? Wenn das nötig ist, um mit Jackdaw zu sprechen, dann tue ich es. Fabelhaft! Ein Sterblicher mit Zauberstab hat natürlich einen Vorteil gegenüber uns Geistern. Sie können nach Herzenslust loslegen. Vergessen Sie nicht, das Spiel endet erst, wenn Sie ihn fünfmal gefunden haben. Nun los! Zaubern Sie! Gut gefunden! Sieht aus, als müssten wir noch einen Kürbis verstecken, was, Jackdaw? Gewiss doch, Dumfrey. Ich hatte schon bessere Momente. Zum Glück muss ich dieses Chaos nicht aufräumen. Ist es schon vorbei? Oder läuft es noch? Nicht schlecht, aber noch sind wir hier nicht fertig. Zum Glück muss ich dieses Chaos nicht aufräumen. Gut gemacht. Der Zauberstab war natürlich nicht verkehrt. Dennoch sind Glückwünsche angebracht. Nicht übel für ein...
einen Sterblichen. Und jetzt sagen Sie Checktor, was Sie zu sagen haben. Sie haben es sich verdient. Gut gemacht. Aber was geht hier vor sich? Du gehörst nicht zur Jagd der Kopflosen. Nein. Sir Nicholas meinte, du wüsstest, wo sich einige Seiten befinden, die ich suche. Bei Merlins Bart. Ich weiß, was du meinst. Ich habe sie von Peeves stibitzt. Wie konnte ich das vergessen? Die Karte auf den Seiten führte mich in den Tod. Ich war nicht bereit für das, was mich in der Höhle erwartete. Die Seiten schimmeln wahrscheinlich mit meinen, Überresten vor sich hin. Was für ein letztes Abenteuer. Die Seiten haben dich deinen Kopf gekostet? Und ich muss in eine Höhle und deine Leiche suchen? Ja. Man sollte meinen, ein enthaupteter Geist hätte sich an das Wort Leiche gewöhnt. Nun, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo du hin musst? Ich brauche die Seiten. Ich sollte dich dort wohl treffen. Danke. Keine Sorge. Ich muss nur erst mit meinem Körper wiedervereint werden. Aber das kann Dumfrey erledigen. Wir sehen uns am Waldrand.